Dieser alte Mann steht vor der größten Herausforderung seines Lebens. Er nimmt allen Glauben und alles Vertrauen zusammen, aber er weiß nicht, ob es reichen wird. Sein Herz ist zerrissen. Seine Gedanken überschlagen sich. Er spürt den Puls bis zum Hals. Und so macht er etwas, was normalerweise nur seine Diener tun, denn er ist reich. Er hackt mit seinen eigenen Händen Holz. Es ist nicht irgendein Holz. Es ist das Holz, mit dem er... Heute Nacht ist ihm Gott begegnet. Das war nicht das erste Mal in seinem Leben. Eigentlich hat er sich seit 14 Jahren auf die nächste Begegnung mit Gott Adonai gefreut. Denn er liebt ihn über alles, den Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde. Aber das, was Gott da von ihm wollte, das war unmöglich, das war undenkbar, das war ein Stich ins Herz, das war ein Albtraum, schlimmer als der Tod. Wenn er die Stimme von Gott nicht genau kennen würde, hätte er gesagt, niemals war das Gott. Niemals. Aber er kannte sie. Es war Gott. Und er sagte zu ihm, geh mit deinem geliebten Sohn, deinem einzigen geliebten Sohn, zum Berg Moriat, an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und dann töte ihn und verbrenne ihn als Opfer für mich. Wie kann Gott so etwas bitten? Wie kann ein Vater sein Kind töten? Er wusste doch ganz genau, dass Gott Adonai das Opfern von Menschen ausdrücklich verboten hat. Ganz besonders das Opfern von Kindern. Er verabscheute es. Will Gott etwa sein Geschenk zurückhaben? Will er seine Verheißungen löschen? Seine Zusagen brechen? Er hat ihnen doch fest versprochen, dass sie, obwohl sie schon so alt sind, einen Sohn bekommen und so viele Nachkommen haben werden wie die Sterne am Himmel. Dass daraus Völker entstehen werden. Wie kann das sein? Gott hat ihnen sogar neue Namen gegeben. Er nannte sie Fürstin, Sarah. Und er nannte ihn Vater vieler Völker, Abraham. Als Abraham das erste Mal von Gott erfuhr, dass er einen Sohn bekommt, war er so aufgeregt, dass er sofort zu Sarah lief und es ihr erzählte. Aber sie hielt es für einen schlechten Scherz. Sie sagte, wohl kaum. In dem Alter, da lief ja zwischen den beiden im Liebesleben nicht mehr wirklich viel und auch biologisch war es nicht mehr wirklich möglich. Aber Abraham glaubte und erwartete. Monate, Jahre, 25 Jahre ist nichts passiert und dann fiel es auch ihm schwer noch zu glauben. Und dann gab es diesen Morgen, wo Sarah von Übelkeit gesprochen hat, von Müdigkeit. Und sie ging zu Abraham und sagte, Abraham, ich glaube, ich bin schwanger. Sie waren so aufgeregt. Und 4 Monate später konnte Sarah tatsächlich schon das Baby im Bauch spüren. Abraham legte regelmäßig seine Hand auf ihren Bauch. Er wollte auch was spüren und dann passierte es. Er spürte auch mal einen Po oder ein Knie. Es war eine gute Zeit. Isaac wurde geboren. Sie nannten ihn Er lacht. Die Übersetzung von Isaac. Oder Gott hat jemanden zum Lachen gebracht, denn genau so war es. Sie waren so glücklich, sie waren so fröhlich.
Abraham hat es sich zur Gewohnheit gemacht, abends aus dem Zelt zu gehen, in den Himmel zu schauen, daran zu denken, was Gott gesagt hat. Und dann hat er jedes Mal versucht, die Sterne zu zählen und musste jedes Mal lachen, wenn es ihm einfach nicht gelang. Aber diese Nacht hat alles geändert. Abraham ist unter Schock. Er kann nicht mehr schlafen. Er geht aus dem Zelt, schaut wie immer nach oben, aber er kann die Sterne nicht mehr sehen. Da ist kein Funkeln mehr. Stattdessen nur noch Tränen. Was soll er Sarah sagen? Soll er ihr sagen, ich mache mich mit deinem Sohn auf den Weg, auf den du 90 Jahre gewartet hast? Der Beweis dafür ist, dass Gottes Verheißungen eintreffen, dass Gott seine Versprechen hält, der deine ganze Freude ist. Mit dem mache ich mich auf den Weg und du wirst ihn nie mehr wiedersehen? Und Isaak, was soll er ihm sagen? So was sagt man doch nicht seinem Sohn. Der Abraham, der war damit alleine. Da war keiner, dem er das hätte annähernd sagen können. Er war ganz alleine. Und jetzt hackt er das Holz mit seinen eigenen Händen, mit dem er den Körper seines Sohnes verbrennen soll. Der alte Mann packt das Holz auf einen Esel, nimmt zwei Diener mit und seinen Sohn und macht sich tatsächlich auf den Weg zum Berg Moriat. Abraham versucht sich auf der Reise nichts anmerken zu lassen. Es ist eine dreitägige Wanderung. Es ist eine dreitägige Qual. Jeder einzelne Schritt bringt ihn näher an den Ort, vor dem sich sein Vaterherz so bitter fürchtet. Wenn er etwas Abstand zur Gruppe hat, traut er sich zu weinen. Er nimmt immer mal wieder, wenn er neben Isaak geht, seine Hand oder streicht ihm über die Schulter. Abends kann er nicht schlafen, er liegt im Zelt. Er legt sich ganz nah an Isaak ran, sodass er seine Haare riechen kann und seinen Atem hören kann. Was wird passieren, wenn sie da sind? Hat er die Kraft zu tun, worum Gott ihn gebeten hat? Hat er den Glauben, es zu tun? In den vielen Stunden der langen Wanderung denkt er an seine Erlebnisse mit Adonai. Er versucht es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, was hier passiert. Kann er seinem Gott Adonai bedingungslos vertrauen? Er hat dazu in seinem Leben mehrfach Ja gesagt. Damals hat er die Statuen seines Vaters Terach, die ganzen Götzen zerstört und hat sich dafür entschieden, nur noch Gott Adonai nachzufolgen, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat erlebt, dass Gott ihn gerufen hat und gesagt hat, zieh von der Stadt Ur, aus dem Land der Chaldäer, in ein Land, das ich dir zeigen werde, das ich deinen Nachkommen schenken werde. Und Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Er hat ihm geglaubt. Er wurde von einem Stadtmensch zu einem Nomaden. Er ist Gott mehrfach begegnet. Abraham kann nicht vergessen, wie Gott ihm einmal in einer Flamme in der Nacht begegnet ist und den ersten Bund mit ihm geschlossen hat, ihm versprochen hat, dass er Nachkommen haben wird. Und als dann Isaak geboren ist, was ein absolutes Wunder ist, war klar, Gott steht zu seinen Verheißungen und Gott kann Leben schenken. Abraham entscheidet sich erneut, Gott Adonai zu vertrauen. Er versteht es nicht, aber er glaubt, dass Gott gut ist.
Und er versteht nicht, was man nicht verstehen kann. Und dann bleibt er stehen, weil er den Berg Moria zieht. Ein kalter Schauer fährt ihm über den Rücken, durch seinen ganzen Körper. Es ist soweit. Und im Glauben, dass alles gut wird, sagt er zu den Dienern, die unten am Berg warten sollen: Mein Sohn und ich, wir gehen jetzt Gott anbeten. Und danach kommen wir beide wieder zurück. Gemeinsam gehen sie den Berg hoch. 786 Höhenmeter bis an die Spitze. Isaak trägt das Holz für seinen eigenen Tod. Isaak war schon öfter dabei bei einem Opfer. Er weiß genau, wie es läuft. Ein zuvor ausgewähltes Lamm, ein fehlerloses Tier, wird zuerst gefesselt und wird dann geschlachtet und verbrannt. Irgendwie merkt er, dass hier was nicht stimmt. Er sieht, dass sein Vater Feuer dabei hat, dass er ein Messer dabei hat. Er hat das Holz dabei, aber das passt nicht. Und so fragt er seinen Papa und bleibt stehen und sagt: Papa, ich verstehe das nicht. Wir haben alles, aber das Wichtigste fehlt. Das Opferlamm ist da noch gar nicht da. Dass diese Frage kommt, hat Abraham geahnt. Er hat 3 Tage nachgedacht, was er antworten soll. Und so spricht er und sagt: Gott wird schon dafür sorgen. In seiner Stimme hört man ein Zittern. Was hätte er auch sagen sollen? Du bist das Lamm, das Gott ausgewählt hat? Und jetzt geh weiter? Abraham beginnt am Gipfel Steine aufeinander zu schichten. Isaak hilft mit. Er schaut sich immer wieder um und guckt, ob er ein Lamm findet, aber er sieht keins. Er weiß nicht, dass hier in dieser Gegend sicher keine Herden sind. Dann reicht ihm sein Sohn das Holz an. Und Abraham nimmt es und legt es oben drauf. Altar fertig, Papa. Immer noch kein Lamm da. Doch, Isaak, du bist das Lamm. Gott hat dich auserwählt. Isaak wird kreidebleich, als sein Vater mit einem Seil vor ihm steht. Er hätte einfach wegrennen können. Er hätte den alten Vater umhauen können. Aber das tut er nicht. Er vertraut seinem Papa, wie sein Papa Gott vertraut. Abraham nimmt seinen einzigen verheißenen Sohn, den er so sehr liebt, und legt ihn auf das Holz, das er mit seinen eigenen Händen vorbereitet hat. Abraham ist bereit, das absolut Undenkbare zu tun. Er zieht das Messer, hebt seinen Arm, das Messer dabei in die Faust gepresst. Und sein Sohn und er sehen sich an und beide weinen. Abraham versteht es nicht, aber er vertraut. Und der Himmel sieht einen Mann, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern, weil Gott ihn darum bittet. Doch dann hört Abraham eine Stimme vom Himmel, die ruft: Abraham, Abraham, tu deinem Jungen nichts. Und Abraham wirft sofort das Messer weg, so weit wie es geht. Er richtet seinen Sohn auf, er löst die Fesseln. Er umarmt ihn so fest wie noch nie in seinem Leben. Und er hört, wie Gott sagt: Abraham, ich habe deinen Glauben gesehen. Ich habe gesehen, dass du gehorsam bist. Du wärst bereit, mir alles zu geben. Und deshalb werde ich dich segnen. Ich werde dich reich beschenken. Und alle deine Nachkommen werden diesen Segen erleben. Und Abraham hört tatsächlich einen Schafsbock in der Gegend. Und er findet einen Schafsbock, der sich mit seinen Hörnern verfangen hat. Und er opfert ihn anstelle von Isaak. Und er nennt diesen Ort: Gott
versorgt. 2000 Jahre später wird in diesem Land Kanaan, ein Nachkomme Abrahams, geboren. Er wird durch ein Wunder geboren und er wird genauso vorausgesagt wie Isaak. Es ist Jesus Christus. Und als der Prophet Johannes ihn das erste Mal sieht, sagt er: Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und wieder geht 2000 Jahre später ein Vater mit seinem Sohn auf den Berg Moriat, auf dem mittlerweile die Stadt Jerusalem steht. Er geht mit ihm an die Spitze des Berges, die Golgatha heißt. Genau an den Ort, den Abraham Gott versorgt nannte, wo er den Altar gebaut hat. Und wieder ist sein Vaterherz zerrissen. Und Jesus, der Sohn, trägt sein eigenes Holz. Er lässt sich freiwillig fesseln. Und ein Soldat ist bereit, ihn an das Kreuz zu nageln. Und der Himmel sieht einen Gott, der seinen geliebten Sohn opfert, weil er die Menschen so sehr liebt. Und niemand sagt Stopp. Diesmal ist es kein Test. Es ist echt. Die Zeit zwischen diesen Ereignissen kollabiert. Ein Vater schreit vor Erleichterung und ein Vater schreit vor Schmerz. Ein Vater umarmt seinen Sohn und ein Vater verlässt seinen Sohn. Ein Vater weint vor Freude und ein Vater weint vor Trauer. Ein Vater opfert einen Schafsbock für seinen Sohn und ein Vater opfert seinen Sohn als Lamm für die Sünden der Welt. Ein Vater zeigt Glauben und ein Vater rettet durch Glauben. Ein Sohn heißt Isaak und ein Sohn heißt Jesus. Abrahams Geschichte war wie eine Vorschau auf Gottes Rettungsgeschichte für die Welt. Abraham nannte diesen Ort Gott sorgt vor und das hat Gott getan, denn Jesus ist das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Das ist das Evangelium, das ist Gottes Rettungsaktion für diese Welt. Im Johannesevangelium im Kapitel 3, Vers 16 steht: Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn geopfert hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern gerettet ist. Vertrau ihm. Vertrau ihm, wenn du die Wege nicht verstehst, die er mit dir geht und sie dir unlogisch erscheinen. Vertrau ihm, wenn du herausgefordert wirst, loszulassen. Von Zukunftsplänen, von Träumen, vielleicht von Beziehungen. Vertrau ihm, wenn du die Verheißungen für dein Leben noch nicht sehen kannst. Vertrau ihm, wenn dein Herz vor Schmerz schreit, denn da ist der Papa, der alles für dich tun würde, der alles für dich geben würde. Mach es wie Abraham. Schau, was du mit Gott bereits erlebt hast, wo du seine Güte gespürt hast und vertrau ihm neu. Vertrau ihm, indem du die Geschichten aus der Bibel liest, wie Gott ist, wie er sich vorgestellt hat. Glaube ihm, dass er für dich ist, dass es ein Papa ist, der dich liebt, der für dich sorgt und der dir alles gibt, sogar das Liebste, was er hat, um dich zu retten.